Ach, wo waren wir denn Sonntag? 16.3. Keine Ahnung. 24.4. Ja, ich glaube, das war's. Mann, das nervt jetzt gerade. Das nervt jetzt gerade richtig, dass ich es vergurkt habe. Aber das ist auch echt ein richtig heftiger Kampf. Vielleicht haben wir es einfach nur von der falschen Seite angepackt. Und vielleicht hätten wir da einfach nur von hinten kommen müssen. Das wird die da ein bisschen besser überraschen können. Nu, was ist jetzt? Haben Sie die Absicht zu laden? Nicht? Na, endlich. Mann, 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 Mann. So, jetzt dürfen wir den ganzen Weg noch einmal latschen. Schnarch. Wie spannend. Vielleicht sollte ich jetzt erstmal die Gelegenheit nutzen, um zu leveln. Das wäre vielleicht gar keine schlechte Maßnahme. Allerdings, ich wollte mir noch Sonderfertigkeiten holen. Dazu wollte ich noch ein bisschen sparen. Wir können allerdings da einmal in Hiebwaffen skillen, das geht schon. Barriolane, was können wir da machen? Können wir nochmal einen auf Säbel geben? Bei Zwergeleien können wir... Na, Armbrust ist schon gemaxt. Oh, aber wir könnten Eigenschaften steigern, aber das hebe ich mir nochmal auf. Weil ich möchte da noch ganz gerne Sonderfertigkeiten mit haben. Und zwar ganz gerne irgendwann mal einen Meisterschützen. Gezielter Schuss Pfeilhagel. Auf die Sehne seines Bogens zu legen. Ja, das geht halt leider nicht mit der Armbrust. Genau, schade. Aber wir können uns da noch andere Sachen holen. Oh, halt, klar, das habe ich vergessen. Folgt mir. 330. Was kann sie denn noch Schönes lernen? Fechtwaffen. So. Dass sie da mal ein bisschen besser kämpfen kann. Acceleratus. Aber den kann sie bloß auf sich selber wirken, oder? Effekt. Spruchdauer, Kosten. Also da muss ich, bevor ich den steigere, muss ich das ganz kurz mal ausprobieren. Wo ist denn der Acceleratus? Ah! Candidus. Oh! Oh! Das ist fein. Das ist fein, den steigere ich gleich. Weil der ist richtig nett. Astralenergie können wir ihr leider nicht mehr steigern. Das ist schade. Favilludo? Ich glaube, Fulminictus wäre auch gar nicht schlecht. Und Armatrotz kann sie mit Sicherheit auch ganz gut brauchen. Und ein Blitz auch. Ein Eisenrost, naja, den nehmen wir jetzt auch gerade noch mit und verballern die restlichen Punkte. Und ich muss echt lernen, dass ich sie da ein bisschen besser einsetze. Bevor wir jetzt zu diesen Idioten nochmal hinkommen, da werde ich auf jeden Fall nochmal abspeichern, damit wir es nicht nochmal machen müssen, den ganzen Käse. Mann, das ärgert mich jetzt wirklich, dass ich da so gefailt habe. Ich meine, gut, der Kampf war relativ heftig, die nehme ich jetzt nicht mit. Gut, ich meine, es war kein leicht. Genau. Und so kommen wir da auch ein bisschen besser ran. So, genau. Weil hier jetzt lebt der noch. Wurde aktualisiert, genau. So. Und jetzt sind die Halunken nämlich da hinten am Fuhrwerken. Genau, und jetzt überraschen wir sie nämlich von hinten und nehmen uns da zuerst und holen uns da zuerst die Schützen raus. Beziehungsweise ich würde ganz gerne die allesamt mal anlocken.
Und vielleicht wäre es auch gar keine schlechte Taktik, wenn wir da mal ein paar Fallen auslegen mit unserem Freund Zwergen hier. Das wäre, glaube ich, auch mal eine richtig schöne Maßnahme, die ich mir gut überlegen kann. Lalalala. So. Ich meine, wozu hat man den ganzen Scheiß? Wenn man ihn dann nie verwendet. Das ist... Ach, man kann nur drei gleichzeitig haben. Ach, schade. Oh Mann. Naja gut, besser als nichts. Ein Zwerg, ein Wort. So, und jetzt einfach mal mit Vorgrim vorgehen. Nochmal kurz speichern. So, und jetzt weiter geht's. Ja. Abhauen, 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 die Gegner reinlaufen lassen. Das bin ich. Das freut mich, Gladys. So, und dann kriegst du den Acceleratus. Astus. Lass das mal Vorgrim machen. Und jetzt Gute gehen wir alle zuerst einmal auf den hier. Aufgepasst! Bei meiner Axt! So. Gladys, du... Ach, du kannst dir den Armatrotz nur selber verpassen. Stimmt. Dann kriegst du mal den Waviludo. Arquatus. Dann treffen sie dich nicht so leicht. Alle mal hergehört. Meine Rache. So. Ich mach das schon. Und jetzt ist Rulana gleich... Ist Rulana schon wieder down? Ich nehme die Sache in die Hand. Dann heißt du mal Rulana. Vorax. Beziehungsweise, ja, nee, ist klar. Nein. Ach, Kacke, nicht schon wieder. Sorry, Vorgrim, tut mir leid. Ardo, ich komme. Tut mir echt sorry, Vorgrim, aber ich konnte da jetzt gerade nicht sonderlich viel machen. Gute Entscheidung. Also, sorry, dass ich das jetzt so absolut vergeige hier gerade, aber das ist echt... Boah. Ja, misslungen, das ist natürlich schön. Na, also geht doch. Gladys? Na klar. Balsam. Arquatus. Gut. Aber die Technik mit den Fallen, die hat eigentlich ganz gut hingehauen. Jetzt müssen wir bloß noch schauen, dass es die richtigen sind. Weil Krähenfüße, die sorgen noch für Bluten. So. Und einem gönnen wir sogar eine Bärenfalle, das ist mir jetzt egal. Die dürfen da gerne reinlatschen. So. Halt mal. Der hatte immer noch eine kritische Wunde. Die wollen wir ihm mal wegverbinden. So. Stellen wir unser mal hier auf. Mal schauen. Lass das mal vor Grimm machen. Ja, das habe ich auch vor, lieber Grimm. So. Gladys stellt sich mal hier hinten auf. Und verpasst sich erstmal Armatrotz. Verpasst ihn den Acceleratus. Und der verpasst denen jetzt mal ein volles Pfund aufs Maul. Bam.
Und ich hoffe, dass der nicht in die Bärenfalle rein... Ach, Kacke. Jetzt hat der die Bärenfalle mitgenommen und ist daran hops gegangen, obwohl der noch so wenig Hitpoints hatte. Aber das hat er wahrscheinlich absichtlich gemacht. Alles klar. Er hat sich für das Wohl der anderen geopfert und gegen die nehme ich lieber einen Fulminictus, weil der die Rüstung ignoriert. Toll. Bam. Einfach mal alle Knockdown. Wie fies. Wie scheiße ist das denn? Zeritus. Und Vorgrim ist wieder down? Hey Leute, das geht nicht. Das ist meine Vorzeigeplattensau, den könnt ihr nicht einfach plätten. Oh, nein. Ich weiß nicht, irgendwie kommt mir die Taktik so bekannt vor. Folgt mir. Ja, jetzt alle im Gänsemarsch abhauen. Kommen die mit? Nein, kommen nicht mit. Gut. Boah, wie ekelhaft. Ich mach das schon. Wie ätzend. Aber wenn die alle Knockdown haben, da kann man ja nicht weiterkommen. Die kommen an, bam, hauen einen am Boden hin, holen sich hinten die Fernkämpfer, Caster etc. und dann geht's mal gute Entscheidung. Munter mit den anderen weiter, wenn die mal wieder aufstehen. Na klar. Es ist. Oh. Vorax. Ich könnte jetzt gerade richtig ausflippen. Da hat man echt kaum eine Schnitte gegen die. Das ist heller Wahnsinn. Oder ich stelle mich einfach nur so ultra dämlich, was natürlich auch sehr wahrscheinlich ist. So. Also wir haben da noch eine Falle hinten. Das ist mir jetzt... Ich hoffe, das war... Nee, das war nicht die Bärenfalle. So. Meint ihr? Dann kriegt er mal... Schade, das können wir nicht machen bei... Ah, Mann. Aber Faviludo kriegt er. Faviludo kriegt er. Da ist er wenigstens dann mal ein bisschen besser Zeritus, geschützt. Zeritus, auch wenn er nicht lange hält. Welche hat denn da am wenigsten... Ne, ist eigentlich egal. Plöpp. Natürlich hat der nicht getroffen. Och, ich liebe es. Gute Entscheidung. Kurkum. Gesundheit. Aufgepasst. Vielleicht können wir auch mal selber da einen auf den Boden schmeißen. Ich probier's mal. Ah. Für Ardo. Folgt mir. So, und du nimmst jetzt ihn hier aufs Korn. Genau, jetzt kommen sie an und jetzt kriegen wir wieder eine auf die Mütze. Genau, Vorgrim hat jetzt schon wieder eine Wunde, das ist sehr geil. Zum Angriff. Ich versuche mein Bestes. Ja. Und die Klattis, die freut sich, aus welchem irrwitzigen Grund auch immer. So. Es gibt einen, der hat nicht mehr viel. Den müssten wir jetzt runterbringen. Okay. Der geht jetzt auf Kladdis, den müssen wir jetzt erstmal ein bisschen in die Schranken weisen wieder. Gute Entscheidung. Ah, Mann, das nervt gerade. Und Rolana geht jetzt gleich wieder down. Ich mach das schon. Ja, das habe ich auch die Befürchtung, dass du es gleich machst, Rolana. Das draufgehen. Für die Königin. Dann schauen wir wenigstens, dass wir den hier wegkriegen. Mann, was hat der Typ alles für klar. Rüstung? Das ist ja abnormal. Arquatus. So. Gladys, du heilst mal Rolana, wenn es nur rechtzeitig geht, und du nimmst mal den hier aufs Korn. Kann Rolana verteidigen.
Meisterparade, ja, kann sie. Bam! Sehr gut. Der Wuchtschlag, der ging wenigstens daneben. So, na klar. Klades, du butterst jetzt nochmal ein paar ASP da rein. Zortomsch, du Vollidiot, nimm halt mal die anderen Bolzen automatisch aus deinem Rucksack raus. Du hast sie ja dabei, das weißt du ja. Die wurden ja unten angezeigt, Mensch. So, jetzt hat die mehr Leben. Keine kaum Ausdauer mehr, aber das ist jetzt momentan egal. So, jetzt muss ich Klades nur irgendwie zu helfen wissen, aber die macht jetzt einfach mal eine Finte. Und trifft hoffentlich auch. Au. Ja gut, Klades ist jetzt weg. Aber wir haben jetzt hoffentlich noch die Chance, dass wir den jetzt in meinen Brand bolzen. Er hat ja nicht mehr viel. Er hat ja nicht mehr viel. Amazone voraus. Versuchen wir es mal so. Jawohl. Kriegt er noch einen Brandbolzen rein und jetzt... Ja, Halleluja. Nein, 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 Rulane, du bleibst da. Du bleibst da. Für die Königin. Für Rondra. Abhauen. Erstmal abhauen, Gruppe regenerieren. Ist zwar keine wunderbar gute und Profitaktik, aber sie funktioniert wenigstens einigermaßen. Und das ist das, worauf es mir momentan mal ankommt. Wo sind die denn jetzt? Ach, da. Okay. Heilen kann sie sich momentan. Bam. Alle mal hergehört. So. Rulane, du greifst ihn doch mal hoffentlich an, bitte, oder? Danke. Sehr lieb. Sehr liebenswürdig von dir. Sterb. Und der andere, der kriegt dann von mir nur eine auf den Deckel. So. Gute Entscheidung. So. Was machst du, Freund? Oh, eine Wunde versorgen. Bist du aufs Knie gefallen, ja? Oh, das tut mir aber leid. Die Hexen ist dunkel. Und was kommt jetzt da? Och nee, hör auf. Das gibt's doch nicht. Das gibt's meine doch nicht, ey. Kurkum. Ja, Gesundheit. Mann. Da kommen dann gleich die nächsten angescheißert. Das ist doch... Das ist doch nicht mehr schön. Ja, toll. Ja, jetzt wird der Rest von der Gruppe auch noch abgemäht. Nein, in die Wildsäure laufe ich nicht rein. Ah, das ist so ekelhaft gerade. Nein, ich reg mich jetzt auch nicht auf oder so. Nein, nein, tust du nicht. Ach, drei Bannstrahler hinten im Gepäck, das ist doch zum Mäusemelken. Verrado, ich komme. Hab ich jetzt... Nein, ich will meinen Taktikmodus nicht auf aggressiv setzen, ich will mal bei den Quests schauen. Rette all... Ist vorbei, ich sollte Alves sicher zu Morla bringen. Okay. Wenigstens etwas haben wir geschafft. Boah, wie eklig gerade. Dann kommen dann auch noch gerade die... Dann kommen dann auch noch gerade die anderen Sacknasen vorbei. Alle mal hergehört. Also das ist ja... unterhaltsam. Na klar. Okay. Ich mach das schon. Astus. Du flickst jetzt sie auch mal wieder zusammen. So, also ich hoffe jetzt bloß, dass das sich dann auch lohnt. Dass wir dann noch ein bisschen Zeugs abgreifen können. Silber, naja. Wundpulver, sehr gut. Dann mal los. So, was haben wir hier noch? Eine Goldkette. Gut. Alle mal hergehört. Wo ist wo war Alves? Hier.
Ne, die Bandstrahler hier lassen wir mal links liegen. Genau, da ist nur unsere Falle, die wir leider nicht mehr mit aufsammeln können. Murmeln. Ah doch, wir können sie wieder mit aufsammeln. Das ist schön. Das gefällt mir. Aber schade ist, dass wir wirklich nur drei legen können. Falle entschärft, sehr gut. Aufgepasst! Und ich bin mir 100% sicher, die haben... dass wir die nicht wieder gut geschrieben bekommen. Genauso wenig wie hier die Leichen von den anderen noch liegen. Och nö. Hast Alvis vor schlechten Menschen gerettet. Alvis ist dankbar. Quack, quack. Oh, das ist schön, Alvis. Morla schickt mich, ich sollte dich schleunigst zu ihr bringen. Ja, Morla, zurück zum Morla. Alvis reißt in deiner Tasche. Questgegenstand Kröte erhalten. Sehr schön. Und wo sollten wir den Typen jetzt nochmal hinbringen? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Macht sich wohl gern. Vielleicht finde ich im nahegelegenen Tümpel. Also doch zu ihr zurück. Aber die hat doch gesagt. Ach, stimmt. Alvene Morla. Ah, ja, da. Okay. Also hier lang. Also der Kampf war gerade jetzt echt friggelig und das regt mich ein bisschen auf, dass ich den gleich so extrem verpeilt habe.